Liebe AIDA-Freunde, herzlich willkommen zu eurem Reisemagazin. Heute eine ganz besondere Ausgabe. Ich bin auf Madeira, habe Inacio vertreten. Diese Geschichte kommt aber nächste Woche. Deswegen habe ich keine Ahnung, was die Redaktion dieses Mal für Filme ausgesucht hat. Bin mir ganz sicher, große Emotionen, tolle Bilder, die Verlockung der Woche und am Ende die schönsten Bilder der Woche. Und ich wünsche euch viel Spaß. Egal wie scharf ich das Gerät stelle, ich kann nicht vorhersehen, was die Redaktion für einen tollen Film für euch ausgesucht hat. Aber ich bin mir sicher, es ist ein toller Film. Viel Spaß! Ja, heute bin ich auf AIDA Stella, deswegen weiß ich gar nicht genau, was die Redaktion sich alles ausgedacht hat, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, es wird einen Gourmet-Beitrag geben. Und alles, was Gourmet ist, entsteht durch diese Experten um mich herum. So ist es. Viel Spaß! Ein Servus aus dem Kochstudio. Mein Name ist Franz Schnedt und mit mir geht's jetzt an die Töpfe. Und zwar, es wird bayerisch. Von Kaiserschmarrn angefangen, oder besser gesagt zum Ende, das Beste, kommt ja immer zum Schluss. Obatzter Zwiebelrostbraten mit leckeren Käsespätzle. Also es wird lecker hier im Kochstudio. Ran an die Töpfe und auf geht's. Zum Obatzten Frischkäse, Brie, Birne. Birne könnt ihr schälen, müsst ihr aber nicht. Wir können danach noch Spalten machen. Meine Idee ist, diese Brezenstangen schneiden wir uns im Messer so dünne Scheibchen runter und werden die in der Pfanne ein bisschen groß anbraten, dass sie knusprig sind. Da steckt man da alles rein, mit ein bisschen Schnittlauch, Radieschen, machen wir schöne feine Scheiben, die legen wir in Eiswasser nachher, dann sind die schön knackig. Und ein bisschen angerührt, dann machen wir ein bisschen Paprikapulver als Deko. Ja, wir machen das ganz rustikal, aber mit der Birne, mit der Walnuss haben wir so eine nussig-fruchtige Variante, super cool. Lasst euch schmecken. Guten Appetit. Wir bereiten schon mal vor für den nächsten Gang alles. Und dann haben wir's. Ich muss sagen, schmeckt sehr gut. Wir haben den Obatzer gegessen jetzt und diesen Spitzkohlsalat mit Speck. Wirklich total lecker. Einfach zu machen, schnell zu machen und auch nicht kompliziert. Kriegt man nicht zu kaufen. Mit Liebe gemacht. Ich schlage den Spätzleteig. Da muss ordentlich Luft reinkommen, deshalb sieht das ein bisschen verkrampft aus. Wenn ihr generell mit Kräuter arbeitet, immer zum Schluss, sonst verfliegt der ganze Geschmack. So, das ist fertig. Und? Super. Natürlich dieser Kochkurs. Man lernt nette Leute kennen und man lernt immer was dazu, egal ob man daheim Hausfrau ist oder nicht. Und Kochen macht einfach Spaß. Ja, ja. So.
Und wie immer, ich bin ganz sicher, die Redaktion hat auch was Tolles rausgesucht zum Thema Fernweh. Entweder Weltreise oder einen tollen Ausflug. Mal gucken. Viel Spaß! Ein ganz herzliches Willkommen hier in Barcelona. Wir sind in Downtown, um heute Barcelona auf eine ganz besondere Art und Weise kennenzulernen. Denn ich möchte Kunst und Tradition kennenlernen. Wir sind hier direkt vom Nationalen Kunstmuseum der Katalanen. Und der Schlaumax Malte, der wird uns heute durch Barcelona führen. Ich tue mein Bestes, mein Nötigstes. Aber ob das eine gute Idee ist, finden wir später raus. Ich zeige dir mal, wie ich Barcelona lieben gelernt habe. Und ich werde es auch lieben. Welche Kunst ich mir als Souvenir nach Hause nehme, das wird sich herausstellen. Packen wir's! Packen wir's! Los geht's! Am zweiten Stopp angekommen sind wir jetzt am Plaza España. Das ist der zweitgrößte Platz hier in Spanien mit über 34.000 Quadratmetern. Veröffentlicht bzw. der Öffentlichkeit zugänglich wurde er 1929 bei der internationalen Ausstellung. Und ich mache mal kurz den Klugscheißer-Modus an. Daneben haben wir noch eine alte Stierkampf-Arena, die Arenas de Barcelona. Die wurde 1900 fertiggestellt. Bis 1977 wurden da Stiere bösartig geärgert. Und seit 2011 ist dort ein Kulturzentrum, Freizeitzentrum und ein Einkaufszentrum drin. Lecker. So, ich würde sagen, mit dieser Inspiration von weiterer Kunst gehen wir auf die Suche nach meinem Souvenir. Alles klar. Alles klar. Mann. Los geht's. Herr Kerstin. Wir sind auf der La Rambla, wie man sieht, es ist laut. Ich habe noch immer kein Souvenir gefunden. Ich finde, die alte Stierkampfarena ist zu groß, die La Rambla ist zu weitläufig und hier die Spanier sind alle vergeben, passen auch nicht in mein Handgepäck. Was ist, wenn wir auf die Suche nach Körperkunst gehen? Körperkunst in Form eines gemalten Tattoos von einem Straßenkünstler. Für dich. Malte. Ich habe zuerst gesagt, wir machen für Kerstin das Tattoo. Wir schauen mal, ob wir was finden. Super, und dann haben wir gleich ganz viel Spaß. Alles klar. Überlebt haben wir es, überlebt habe ich es, ich musste ja ran, aber ich habe mich gegen unsere Straßenkünstler entschieden, aber für etwas anderes, nämlich in der ganzen Stadt sind diese Kacheln mit so einem, ich würde sagen, das ist ein Symbol der Blume und dafür habe ich mich entschieden, dies schmückt jetzt meinen Körper, es hat auch kaum wehgetan und Malte, das schenke ich dir, ich habe dir einen Termin ausgemacht, viel Spaß nächste Woche. Wir gehen uns jetzt ein bisschen stärken auf unserem letzten Stopp, bevor es zurückgeht aufs Schiff. Wir sind am letzten Stopp unseres kulturellen, traditionellen Rundgangs in Barcelona angekommen. Erfolgreich, mit Souvenir. Und wo sind wir jetzt? Wir sind auf einem städtischen Friedhof. Genau, auf dem städtischen Friedhof selber hier. Das ist der Cementerie Montijus, also auf Montijus, einem der Hausberge, ist dieser Friedhof entstanden. Richtig Geschichte steckt dahinter, wenn man Zeit hat, einmal hier längs zu laufen. Aber ich bin jetzt wirklich kaputt, ich will nicht mehr laufen. Nein. Ich will was essen. Hunger. Ja. Los geht das. Attacke. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere wunderbaren Schiffe und den Urlaub auf solchen Schiffen, dann geht ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, ihr habt alle drauf gewartet, die Verlockung der Woche. Viel Spaß. Wir starten in Bangkok und fahren als erstes nach Koh Samui mit seinen Traumstränden. Nun besuchen wir Singapur. Weiter geht es nach Penang und Kuala Lumpur in Malaysia. Noch ein Halt in Ho Chi Minh Stadt und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Bangkok. So, ich weiß nicht genau, was die Redaktion vorbereitet hat. Was wollt ihr am liebsten sehen? Genau, die Bilder der Woche mit der tollsten Musik der Woche. Und was wollt ihr? Ich hätte gerne noch einen Tee. Noch einen Tee für den Olli und du? Ich nehme Doppel-Espresso Macchiato. Doppel-Espresso Macchiato ohne was drin. Alles klar. Viel Spaß. Everything is gone wrong and everything blows up in your face. A traffic jam when you're already late. A non-smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's
like meeting the man of your dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do.